Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outland. Ich habe eine Weile nicht mehr gespielt und muss jetzt erstmal gucken, wie die Steuerung funktioniert. Okay, bin wieder drin, alles gut. So, ich kann leider noch nicht meine Farbe wechseln. Deswegen musste ich da gerade den Kugeln ausweichen. Und hier kann ich hoch, aber ich fürchte, das bringt mir nicht allzu viel. Nein, tut's nicht. Uah, die sind fies. Boah, die sind fies. Die laufen auf mich zu. Wie gemein. Ach so, genau, da komme ich drunter durch. Uah. Checkpoint. Hier komme ich leider auch nicht hoch, weil ich nicht blau bin. Aber ich schätze mal, da unten wird es irgendwas geben, was mich weiterbringt. So, stirb, Gegner. Nein! Mann! Warum sind die Roten noch aus? Keine Ahnung. Wird sich bestimmt bald zeigen. Oh mein Gott. Was tue ich hier? Ich bin doch so blöd. Sagt ihr schon, dass ich blöd bin? Ich krieg ein Herz. Ich krieg ein Herz immerhin. Ja. Oh mein Gott. Wie stelle ich mich denn bitte an? Ach, da kann ich jetzt drauf, oder wie? Okay. Das ist ja seltsam. Warum kann ich da jetzt plötzlich drauf? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, man kriegt mehr Herzen, wenn man angeschlagen ist. Kann das sein? Kommt mir zumindest so vor. Ach, da links ist so ein komischer Kopf, von dem es 42 Stück gibt. Den, wie komme ich da ran? Ach so, da muss ich ja oben durch. Da komme ich halt leider noch nicht durch. Habe ich das richtig gesehen? Ich kann jederzeit... Geht das? Ja, ich kann jederzeit, während ich unten slide, das Ganze abbrechen, indem ich kurz hochspringe. Aber nur indem ich springe. Schade. So, was kriege ich denn hier? Ah. Der helle Spirit. And so the man who would save creation learned to draw on creation itself. Now he could harness the force of light manifest in all things. With it, he could tread paths that were closed to him before. He became a swifter, surer hunter against creatures of the dark. But the road was still long, and the way hidden in shadow. Okay, ich kann jetzt Items of Light, was auch immer das sein mag. Ach so, genau, diese Plattformen nehme ich mal an, sind das. Kann ich jetzt benutzen. Die blauen. Blaue Energie, helle Energie kann mir nichts mehr anhaben. Und ich kann, ich schätze mal, die neutralen nach wie vor. Und außerdem die roten Gegner kann ich auch besiegen. Aber die blauen halt nicht mehr. Das heißt letzten Endes, dass ich eigentlich dadurch jetzt verloren habe, weil... Ah, guck mal. Weil, ich den blauen Gegnern jetzt nichts mehr anhaben kann, aber da ich gerade die gelben mit nur einem Schlag umlegen konnte, denke ich mal, dass ich jetzt gerade deutlich mehr Schaden mache. Ah, okay, und diese Gegner halten auch ein bisschen mehr aus dafür im Gegenzug wieder als die gelben. Genau, die brauchen jetzt nämlich 3 Treffer. Davor hatten die gelben 3 Treffer gebraucht. Die jetzt nur noch 1 Treffer brauchen. Also ich schätze mal, ich mache jetzt 2-mal so viel Schaden. Aber die farbigen Gegner brauchen verglichen mit den neutralen halt einfach... Oder die haben einfach 3-mal so viel Lebenspunkte, denke ich mal. Naja, interessantes Konzept. Kann man machen. Hier unten war ich schon. Die bleiben einfach stehen. Gibt's da oben noch was? Kann ich da irgendwie hochklettern? Das probiere ich doch mal aus. Hier oben rechts, ne? Ich meine, hier waren ja solche Plattformen, denke ich. Ja, genau. Da komme ich tatsächlich hoch jetzt, wo ich diese blauen Plattformen benutzen kann. Siehst du mal? Da habe ich mich letztes Mal noch gefragt. Zum Henker komme ich da hin. Jetzt weiß ich's. Na, machen wir es mal so. Kann ich diese Stachelviecher eigentlich nicht auch so? Doch, genau. Naja, bleib mal unten. Ich krieg dich unten. Unten
läuft immerhin das Geld da nicht mir davon. So, das Herz hebe ich mir mal auf, so wie ich gerade spiele. Sicher ist sicher. Yep. Hey, alles gekriegt. Cool. Und der nächste Kopf. Sehr schön. So, jetzt würde ich gerne hier runter, ohne Schaden zu kriegen. Wo habe ich diesen Gegner hingeschmissen? Hä? Ist der jetzt wieder oben oder was? Der ist wieder oben. Was soll das? Warum ist der wieder hier? Da wieder zwei Treffer? Was? Autsch. Autsch. Was tue ich hier? Ah, Moment, da oben ist ein Herz, ne? Das hole ich mir noch. Ah, Blind Jumps. Ich hasse Blind Jumps. Ui, das war knapp, aber genau getimed. Das war natürlich Absicht. Mhm. So, hier kann ich gefahrlos runter. Und jetzt müsste ich da links durchkommen, wenn mich nicht alles täuscht. Was haben wir denn hier? So, ich könnte da runter. Ja, ich gehe erstmal da runter, ne? Immer erst den Umweg nehmen. Immer schön erforschen. Ach ja, richtig. Hier müsste dann der komische Kopf sein, ne? Den ich noch holen wollte. Der müsste da direkt unter mir sein. Oh, Mann! Ah! Ah, das habe ich nicht gesehen. Verdammt! Hier müsste ich rot sein. Das wäre so viel einfacher. Und da ist der siebte. Ah! Yep. Das sieht so aus, als kämen wir da durch. Wie gemein. Das reicht gerade nicht. Oder ich war ein bisschen zu spät. Ich weiß es nicht. Eins von beidem. Wahrscheinlich war ich einfach zu spät. So, das hier finde ich schön. Was haben wir hier? Koop-Challenge. Dieses Portal. Naja, also dann müsste ich das Spiel in Koop-Modus spielen. Das Spiel in Koop-Modus, sehr schön. Also wenn von euch jemand Lust hat, dieses Spiel im Koop-Modus zu spielen, ich bin dafür gerne zu haben. Ihr könnt das auch gerne aufnehmen und dann auf YouTube stellen. Einzige Bedingung ist, ich würde es gerne dennoch hier im Singleplayer komplett durch Let's Playen. So, komme ich da noch irgendwie hoch? Das sieht nämlich danach aus, als käme ich da hoch. Andererseits brauche ich dafür wahrscheinlich... Ja, dafür muss ich rot sein, damit die Plattform hochfährt. Schade. Ansonsten war ich hier überall, genau. Sehr schön. Dann gehe ich mal ins nächste Level. Jungle Highlands. Und ich werfe einen Blick auf die große Karte. Leider erkenne ich hier nicht wirklich, wo ich bin. Ich denke mal, das links ist der Dschungel und das grüne ist sozusagen das erste, was ich geschafft habe. Und ich bin jetzt im zweiten Level. Von dreien. Wow, was ist das denn? Nach wie vor drei Treffer, okay. Diese Plattform ist neutral. Finde ich gut. Hey. Da wollte ich hin. Und jetzt will ich da. Warte mal. Da komme ich doch auch ohne die Plattform hoch, oder? Boah, was ist das denn für ein Viech? Das ist eine Pflanze. Okay, die braucht nur einen Treffer. Aber da komme ich doch irgendwie, oder? Nicht? Hm. Sah so aus, als könnte ich das Gestrüpp da irgendwie... Wow! Oh mein Gott! Gehen sie weg? Ich brauche sie nicht. Oh, puh, ich geh erstmal nach links. Da ist nämlich eine Sackgasse. Hep. Nicht ins Rote springen! So, wie gesagt, das ist eine Sackgasse. Das heißt, hier kann ich dann erstmal... Was es hier gibt. Hier gibt es ein bisschen Geld. Finde ich gut. Da ich gerade geheilt bin und hier nicht mehr herkomme, kann ich mir auch erlauben... Moment. Geht's da unten rein? Nee. Kann ich mir auch erlauben, das Herz zu zerstören. Denn ich werde mich hier ganz sicher nicht von den roten Dingern treffen lassen, ne? Nicht wahr? So ist es. Natürlich nicht. Ich bin ja nicht blöd. Höchstens ein bisschen ungeschickt. So, wie komme ich da unten hin? Ah, okay. So. Ja! Ich will da rein. Hä? Geht das? Moment. Geht das, wenn ich so drüber slide? Nee. Wie komme ich da rein?
Oder kriege ich da irgendwann noch eine Fähigkeit, um den Boden unter mir zu zerstören oder so? Finde ich irgendwie cool. Hey! Halt dich doch mal fest! Einfach nur kurz abwarten, Junge. Einfach nur kurz abwarten. Kann ich das? Nein. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wann ich dieses Gestrüpp zerstören kann und wann nicht. Ich finde, das sieht man so schlecht. Komm, ich brauche keine Herzen. Ich bin der Beste! Hehe. Oder so. Schauen wir mal. Ah! Das ist natürlich schön, dass ich hier beide auf einmal krieg. Und ey, bleib stehen! Ich komm hier mit hoch. So, hier haben wir eine Pflanze. Was kommt da noch? Ach, da geht's weiter. Okay, Moment, ich muss da hoch. Und da rechts ist eine Sackgasse. Dann gehe ich auch da erstmal rein und schau mir das mal an. Okay, einfach nur ein großer, rechteckiger Raum. Nein, falsche Richtung. Fährt hoch. Die fährt runter. Die fährt auch runter. Die fährt auch runter. Und die fährt auch runter. Okay. Dafür kriege ich hier jede Menge Geld. Oh Mann, wie gut. So much money. I'm rich. Und zum Glück habe ich mir ja hier unten ein Herz aufgehoben. Na, komm her. Kann ich da irgendwie abkürzen? Hier kann ich doch abkürzen, oder? Ja, ein bisschen. Minimal. So. Voll drin. Oh Mann. Kann ich den aktivieren? Nein, dafür muss ich dunkel sein, also rot. Nix da. Du kriegst mich nicht, aber ich krieg dich. Teleport-Skill habe ich leider immer noch nicht. Gib mal her. So. Es wäre doch gelacht, wenn ich hier nicht durchkäme. Runter. Komm mal rüber. Krieg ich dich so? Ne, krieg ich nicht. Schade. Ich hab kein Geld. Ne, den anderen habe ich gerade selber getötet. Da habe ich Geld gekriegt. Aber wenn die sich selber sprengen, kriege ich nichts für. Gut, ist auch irgendwie fair, ne? Wenn ich mich nicht ansprenge, dann kriege ich nichts. Wie komme ich da hoch? Da ist eine Plattform. Fährt die runter? Kommt die her? Oder wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Kommt scheinbar nicht runter. Schnell durch. Autsch. Ich dachte, die verblassen. Oh Mann. Wie komme ich da durch? So? Ja, so. Puh, und hier kann ich, diese grünen Kristalle. Ach, die stellen mein Leben wieder her. Was ist, wenn ich hier jetzt stehen bleibe? Genau, dann füllt sich mein Leben wieder auf. Ach, das ist ja lieb. Das ist ja lieb. Das ist zwar nicht ganz so gut wie mein Leben zu erhöhen, aber immerhin etwas, ne? So, jetzt muss ich nur noch irgendwie... Hey, warte mal, was gibt's denn da oben? Ach, da ist nur... Da ist zu, oder? Ja, da ist zu. Da komme ich nicht durch. Habe ich nichts verpasst. So, einmal hier runter, bitte. Wo war das? Hier war das, oder? Genau, hier war das. Hier habe ich aufgemacht. Und, was? Hier brauche ich noch zwei von den Schädeln. Aber ansonsten war ich doch überall quasi. Ja, also links unten komme ich nicht rein. Da muss ich rot sein für. Kann ich gerade aber nicht.
schauen wir mal. Vielleicht kriege ich hier ja den dunklen Spirit und dann kann ich nächstes Mal vielleicht wieder auf dem Weg zurück mir die beiden Schädel holen. Ja. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, in diesem Level geht's nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.